Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ich bin am Startpunkt für unsere Mission. Wir sollen was ausbuddeln, aber ich sehe, dass sowohl dort als auch da ein Zombie umherläuft. Gut, da lassen wir uns jetzt erstmal nicht von stören. Mal sehen, wenn sie rankommen, müssen wir sie halt platt machen. Ansonsten buddeln wir uns erstmal hier ein kleines Loch. Wir sollen die Vorräte zurückbringen. Wie gehabt, es ist früh am Morgen, Ingame-Morgen. Und die Ausdauer macht uns zu schaffen. Ich habe tatsächlich ein kleines Problem, nämlich ich habe keine Getränke. Ach doch, hier habe ich noch eins. Na dann lass uns das mal noch trinken. Und dann lass uns auch noch mal was essen. Pflanzenfasern können wir dann wegschmeißen. Das da hoch, das da ran. So, und dann machen wir weiter. Ja, also die Nahrungsversorgung wird jetzt unser Problem sein. Wir müssen ja, Gebäude looten. Das hilft uns nichts, wenn wir hier irgendwas ausbuddeln. Ihr seht es auch, wir kommen hier mit der Ausdauer nie zur Rande. Jetzt hat sie uns auch noch entdeckt. Brauchen wir natürlich unsere Ausdauer. Auch gleich einen Treffer kassiert, so wollen wir das natürlich nicht sehen. Ja, das kann eine ganze Weile dauern. Da kommt schon wieder ein Zombie, da auch. Uiuiui, die kommen auf einmal von allen Seiten. Hängt das damit zusammen, dass ich jetzt neu ins Spiel reingegangen bin? Ja, die Ausbuddelmission anzunehmen war sicherlich gestern nicht die beste Idee, die wir hatten. Da geht ja gar nichts vorwärts. Ja, wir haben Durst. Das nimmt uns Ausdauer und der Hunger nimmt uns auch Ausdauer. Will ich das letzte Stück Fleisch jetzt noch essen? Naja, damit überhaupt was vorwärts geht, oder? So, wir sind noch nie ran. Wir gehen mal in die Richtung weiter. Oh wei, oh wei, oh wei. Ach doch, dort ist es doch schon. Ach, da kommt sie angerannt. Oh. Herr Jemine. Die hat sich ja gar nicht bemerkbar gemacht. Gut, jetzt haben wir ein Loch in der Erde. Ja, zeig dich doch. Da bist du. Oh, ein sehr schöner Schlag. Kritischer Kopftreffer. Und da war er mit einem Schlag weg. Gut, jetzt nicht übermütig werden, aber den müssen wir schon noch mitnehmen hier. Oh. Komm, steh auf. Gut. Schmatzende Geräusche. Widerlich. Ja, es ist Tag 3. Wir müssen uns auf den Blutmond dann irgendwann vorbereiten. Der kommt in der Nacht nach Tag 7. Da
dann wollte ich mal noch mal schauen, was haben wir denn hier noch gekriegt? Eine Kochzeitschrift. Maisbrot und Goldrutentee freigeschalten. Das ist nie schlecht. Da brauchen wir bloß noch einen Topf, wo wir das drinnen kochen können. Da war keiner drin. Ja, die Müllstapel müssen wir schon alles mitnehmen. Gut, Sand hilft uns jetzt nicht so viel weiter. Eventuell schaue ich mal, ob ich mir dann einen Topf kaufen kann, ob wir dafür genug Geld haben beim Händler. Denn irgendwie müssen wir ja unsere Werte ein bisschen auf Vordermann bekommen. Ja, schauen wir mal, ob er sich über uns freut oder ob er uns wieder einen dummen Kommentar an den Kopf wirft. Ich meine, es ist direkt. Es wäre nicht direkt, wenn er uns freundlich begrüßen würde. Holy well, look here, boys. Eine Hühnersuppe. Fertigungsfertigkeit-Zeitschriftpaket klingt, glaube ich, gerade mit am besten. Nur vergrabene Vorräte, das hilft uns dann nie weiter, Leute. Aber ich kann auch nie 1,5 Kilometer jetzt durch der Wildnis latschen. Wir wollten gucken, ob er uns was verkaufen kann. Ein Grillrost hat er, ein Kochgrill. Ach ja, hat er auch Kochtopf 600. Könnten wir uns leisten. Machen wir nach der nächsten Mission. In die Richtung müssen wir. Ach, hier vorne steht sogar das Tor offen. So, lass uns aber mal hier reingucken. Was hast du denn? Messer. Okay. Sammelwerkzeuge und Schlagringe. Den hast du noch nie leer gemacht. Ah, Goldrutensamen. Na, brauchen wir jetzt nicht. Hopfensamen brauchst du eigentlich auch nie, aber so schlimm ist es jetzt doch nicht mit dem Inventar. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da war ich etwas zu mutig. Und da hinten läuft auch noch einer rum. Na gut, den können wir ja mal freundlich begrüßen. So, ich nehme mal hier doch die Loot-Container mit und da hoffen, dass wir was Spannendes finden. Essen und Trinken wäre wünschenswert. Gut, Öl trinken ist jetzt nie so unser bevorzugtes Thema. Kommen wir denn jetzt darüber oder ist das ein Fluss? Nee, ja, kommen wir rum. Okay, wir haben immer noch Kopfschmerzen. Ah,
Also Eier haben wir jetzt eine ganze Menge gefunden. Da können wir uns eine ganze Menge Eier kochen. Aber dazu brauchen wir einen Kochtopf. Oh, sehr schön. Solche Treffer gefallen mir. Dafür liebe ich das Messer. Gut, einmal im Kreis gedreht. Es ist nichts zu sehen. Dort ist noch jemand. Okay. Und dann geht es wieder mit der Schaufel vorwärts. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Material hätten, um die Schaufel zu reparieren. Auf jeden Fall brauchen wir wieder, haben wir schon wieder mit der Ausdauer zu kämpfen. Was haben wir hier? Nahrung und Wasser bringt uns das. Sehr gut. Und hier hat man noch eine Dose Thunfisch, die uns zumindest ein bisschen Nahrung bringt. Später kann man daraus wunderschöne Sachen kochen. Aber mehr hast du auch nie. Kannst du dir jetzt eigentlich reparieren? Ja, sehr gut. Weitermachen. Ja, das ist eigentlich nie mein Plan, dass wir hier so viel Zeit nur mit Buddeln verbringen. So, sind wir dran? Da sind wir schon dran. Fantastisch. Nicht genug Ausdauer, ja, ja. Ich merke schon. Na toll. Hat er uns noch mal eine mitgegeben? Das ist ja unglaublich. Oh. Da hinten ist noch einer, den lassen wir jetzt mal einfach hinter uns. Ja gut, aber die anderen Missionen, die er für uns hatte, die waren jetzt auch nicht so überragend. Da gehen wir vielleicht einfach so mal in irgendein Haus rein. Können wir ja machen, sollten wir uns aber ein Tier 1 Gebäude suchen. Wenigstens irgendwo, wo es ein bisschen was zum Looten gibt. Okay, ein Hund. Oh, da kommt raus. Ja, das ist natürlich klar. Wo sind wir jetzt? Da ist noch einer. Damit habe ich nie gerechnet, dass der rauskommt. Wir sind infiziert. Na. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Nehme ich mein gutes Antibiotikum oder lasse ich mich sterben?
Tja, gute Frage, ne? Ist auch eine Tier 2 Gegend. Schön, ein Buch. Was hast du gekriegt? Verteidigung von Gewehren verbessert. Was ist das für ein Gebäude? Auch Tier 2. Na, Tier 2 traue ich mich nie rein. Auch 2. Ja. Könnte der Grund sein, warum er uns... Oh, was hat er hier? Power-Munition von 9mm Pistolen. Das könnte der Grund sein, warum er uns so weit wegschicken will. Weil er gar nicht genug Tier 1 Gebäude hier in der Nähe hat. Ach, wenigstens was zu essen könnten sie uns doch hier hinpacken. Da hinten ist ein Ambulanzwagen. Den Polizeiwagen können wir noch nie aufmachen, da braucht man die Trische. Ach na gut, ein Klebeband hat er uns gegeben. Hm. Was halt so ein Rettungswagen alles dabei hat, ne? Gibt ja nichts, was man nicht mit Panzertape reparieren könnte. Überall nichts zu essen, das ist unglaublich. Warte mal, hier sind noch weitere Müllhaufen. Okay, also Samen haben wir jetzt schon. Ne, goldroten Samen nimmst du nicht mit. Bringt uns alles nie so ganz weiter. Shows USA, hier ist unsere Basis, richtig? Da bringen wir mal ein bisschen was nach Hause. Na kommt, wir haben den Ehrgeiz, wir nehmen jetzt das Glas Honig. Können wir hier schon was machen? Hier können wir nichts machen, gut. Halt, wo bist du hin? Hier ist deine Kiste. So, das kannst du alles hier lassen. Pilz kannst du zu irgendwas verarbeiten. Knochen und Steine brauchst du eigentlich, um dein Zeug zu reparieren. Ah ja, kannst du jetzt auch gerade nicht gebrauchen. Naja, gut. Wie gesagt, wir können uns ja zumindest einen Topf kaufen. Einen Grillrost können wir uns auch kaufen. Da haben wir mehr Möglichkeiten, uns selber Nahrung herzustellen aus den Sachen, die wir gefunden haben. Denn noch eine Schaufelmission mache ich nie. Nee. Denn überhaupt für Verletzungen sehe ich gerade tiefe Schnittwunde. Haben wir die nie genäht? Ach, haben wir vergessen zu nähen. Munition, Pflastersteine, Sharpsticks, verbessert die Fertigkeit von Sperren. Nö. Ich nehme tatsächlich mal die Pflastersteine, weil wir die gebrauchen können, wenn wir anfangen, unsere Basis zu bauen. Gut, und dann machen wir das einfach so, wie gesagt. Wir kaufen uns einen Kochtopf und einen Grill.
Und dann können wir uns zumindest selber schon was kaufen, denn Aufgaben hast du. Ne, die nehme ich auch nicht an, hier 1,5 Kilometer zu Fuß, da bin ich ja ewig unterwegs. Aber wir müssen sie am Ende machen irgendwie, damit wir den Aufstieg, den Händleraufstieg bekommen. Ja, jetzt nehme ich mein Nähzeug und wir nähen uns erstmal eine. Wir können uns natürlich auch mal Chrysanthemen mitnehmen, da kannst du ja auch Tee draus kochen. Goldrudentee wäre nicht schlecht gewesen. Ja, hast du Goldruden. Jetzt wird sowieso das Wetter schlecht. Können wir auch kochen gehen. So, da musst du nämlich das und das da reinpacken. Und jetzt siehst du gleich, dass du viel mehr machen könntest, wenn du das Zeug im Inventar hättest. Das braucht. Habe ich da gerade einen Zombie gehört? Nein. Ein Mehl. Was hast du noch? Pilze. So, jetzt kannst du dir erstmal damit deine Schnittwunde verarzten. So, na, seht ihr, die Schnittwunde ist weg. Verstauchter Arm passiert von ganz alleine und die Gehirnerschütterung, ach, da haben wir eine neue gekriegt, na super. So, sehr schön. Hat das auch als aufgewertet hier von der Optik. Das ist ein bisschen blöd, dass ich das so gedreht hingestellt habe, aber ist nun mal so. Jetzt können wir uns gegrillten Mais braten, das hilft schon mal ein kleines bisschen und wir können uns... Warum können wir uns keinen Goldrudentee machen? Dazu brauchen wir Wasser. Okay. Dann können wir uns zwei Wasser machen. Einen roten Tee haben wir noch nicht freigeschalten. Okay. Können wir das wegräumen? Ei können wir auch noch nie herstellen. Warum nie? Können wir schon mit Tierfett irgendwas machen? Ach, da brauchen wir auch Wasser. Haben wir hier noch mehr Wasser? Schmutziges Wasser? Hier haben wir doch schmutziges Wasser. Ja, mit dem Wasser können wir jetzt dann Ei kochen. Dann haben wir erstmal einen gegrillten Mais. Ja, okay. Bringt uns nie allzu viel, weil es uns im Gegenzug das Wasser benötigt. Gut, hier können wir Goldrudentee und hier können wir gekochtes Ei und Maisbrot herstellen. Beim Maisbrot bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, auch das benötigt am Ende Wasser. Dann lassen wir das mit dem Maisbrot mal hier. Jetzt müsste man wissen, was Goldrutentee, steht das irgendwo bei den Rezepten? Nee, stehen die Werte nicht dabei. Hätte mich jetzt mal interessiert, ob der mehr Flüssigkeit bringt als nur normales Wasser. Wäre unlogisch. Aber es ist halt ein Spiel, ne? Wäre alles möglich. So, Pilze und Fett brauchst du auch nicht zurzeit. Und die kannst du auch mal hier lassen. Guck mal da draußen. Gehen mehrere spazieren. Oh Gott, die kommt her, weil die das Feuer spüren. Ja, das Feuer zieht Zombies an, ne? Sind halt ein paar viele, deshalb möchte ich sie jetzt nie anlocken. Wenn es nur einer wäre, wäre ich rausgegangen, hätten gekillt.
Hey, das ist meiner. Ja, die anderen sind schon weiter. Es war nur eine kleine Abordnung, waren nur drei Leute. Gut, müssen wir einfach durchlaufen lassen. Die Sounds haben sie auch überarbeitet, oder? Das klingt alles ein bisschen anders jetzt. Ist aber in Ordnung. Und dann kann ich mal gucken, dass ich mir hier Eier und Tee mache. Ja, während das am Arbeiten ist, kann ich ja mal in der Gegend umgucken. Mal gucken, was das hier für ein Gebäude ist. Ach, hier haben wir erstmal noch einen Gemüsestand. Das war Mais-Samen, das ist auch nicht schlecht. Können wir später alles gebrauchen. Schmutziges Wasser. So, was ist das für ein Gebäude? Uiuiui. Das ist offensichtlich kein Missionsgebäude, denn das zeigt mir nichts an, sonst würde es uns die roten Totenschädel anzeigen. Aber Working Stiff ist natürlich, naja, nimm es mit. Neon bedankt das, was wir brauchen. Sehr schön. So, was hat er uns denn gegeben? Zweimal Fallen. Sehr schön. Guck mal, es sind auch noch Körbe, die wir nie gesehen haben. Das sind jetzt alles bloß Samen. Das hilft uns erstmal im Moment noch nie weiter. Wir brauchen jetzt erstmal was zu essen. Was wir natürlich auch in so einem Werkzeugladen eher nicht finden werden. Doch gerade so, als ob er ein Zombie war, oder? Kann man das aufschlagen? Tatsächlich. Ein Schalter? Ja. Besser als gar nichts. Ja, da hinten sind sie drin. Der große Wurf war es jetzt bisher ja nicht. Ah, da ist noch ein spannendes Objekt. Ja, lassen machen. Der interessiert uns jetzt nicht so sehr.
Es gibt sogar eine Treppe nach oben. Da unten ist er. Gut, das brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Da ist schon wieder einer gespawnt. Gott. Mir geht die Ausdauer flöten. Können wir denn da machen? Wir haben gerade nichts zu essen dabei und zu trinken. Doch, ein Wasser kann man trinken, dass wir wenigstens ein bisschen hier dabei sind. Wir gehen gleich zurück zur Basis und dort stärken wir uns. Na gut, Zeug, was wir verkaufen können. Na, den lassen wir stehen. Gut, da haben wir zumindest schon mal die Nachbarschaft erkundet. Die eine zumindest. Notfalls haben wir immer noch hier einen Automaten. Ne? Das wollen wir auch mal festhalten. Da ließe sich auch noch ein bisschen was holen. Nicht allzu viel. Das brennt immer noch. Okay. So, was bringt denn das? 10 Nahrung. Und was bringt das? Das bringt 20 Wasser. Naja, aber ein bisschen Nahrung brauchst du schon, ne? Dann machen wir einen Goldrutentee. Und noch 2 gekochte Eier. Das kannst du verkaufen. Das behältst du alles. Kannst du verkaufen. Das kannst du kochen. Munition brauchst du auch nicht mit dir rumschleppen, hast du keine passende Waffe dafür. Was haben wir hier? 2,40, 3,40, 4,40. Ja, machen wir es so. Gut, Leute. Jetzt ist es 19 Uhr. Ingame. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh beim Händler. Das bringt jetzt hier nichts, noch großartig was rumzuerobern. Nach dem Tageswechsel haben wir möglicherweise andere Aufträge. Wenn wir so einen Auftrag bekommen mit ja, so einer großen Entfernung, dann müssen wir halt damit leben. Müssen wir das machen. Ansonsten würde ich mal schauen, na gut, wir können uns ja die Hühnersuppe hier zum Beispiel kaufen, die Hühnerration. Ne, gab es nie eine Suppe, wo es auch Wasser macht? Nee. Jedenfalls können wir uns hier mit etwas über Wasser halten. Ja, ich werde sehen, dass wir irgendwie was zu essen ranbekommen hier. Der Hund, den wir getötet haben, den hätten wir doch ausnehmen können. Ah ne, bei dem Zombie-Hund kriegt man nur verrottendes Fleisch. Ne? Das frische Fleisch kriegt man von richtigen Tieren. Okay, da hat man noch keine. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.